Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Bulls! Servus miteinander, alle Jahre wieder. Das ist schon fast Tradition. Georgina, servus, grüß dich! Hallo! Schön, dich wiederzusehen auf der Wiesn. Ja, ich freue mich auch total. Ich sehe dich ja irgendwie jedes Jahr hier. Und wir rennen miteinander, aber du bist auch so sympathisch. Also mit dir mache ich immer gerne Interviews. Oh, das hat man ja gerne. Kannst du dich noch an unser erstes Interview erinnern, da drinnen im Käfer? Wie lange ist das her? Ich glaube 3 Jahre. Echt jetzt? Ja. Hast du da noch was? Da habe ich noch was, das schicke ich dir mal zu. Echt? Das würde mich mal interessieren. Ja. Oder schneid's einfach so rein oder so. Vielleicht. Genau, das machen wir mal. Das werde ich niemals vergessen. Ne? Was, warum? Ja, hast du mal gesagt so, weißt du Tom, wenn alle Männer so ausschauen würden wie du, dann das wäre super. Ja, ich finde dich hübsch, ja, wirklich. Oder? Das ist auch so ein schickes Outfit. Ich mag wir passen heute doch ganz gut zusammen, fand ich. Also so blau mit dem blauen, mit dem, das ist super, geil. Ja, ne? Ja. So, wir feiern ja später noch mal ein bisschen. Ich hätte heute eigentlich auch blau angezogen, aber mein Dirndl ist mir vorhin geplatzt. Oh, was? Nee, ich hatte heute ein wirklich perfektes... einen perfekten Plan. Und dann ist der Reißverschluss irgendwie, der hat geklemmt, der ist nicht mehr zugegangen. Wegen gestern. Ich habe gestern, glaube ich, eine Maß zu viel gehabt. Und deswegen habe ich mich dann heute für Gelb-Gold entschieden. Ja, was steht dir ausgezeichnet? Von wem ist das Dirndl? Das ist von Pia Bolte, Herzi-Dirndl. Ja, Pia, liebe Grüße an dieser Stelle. Grüße an die Pia und sie hat immer die schönsten Dirndl, die liebe ich. Ich habe jedes Jahr ganz, ganz viele verschiedene Farben und Längen und Schnitte von ihr. Also ich liebe ihre Dirndl. Sag mal, Georgina, das wievielte Mal bist du jetzt so allgemein schon auf der Wiesn? Ich glaube, ich war das erste Mal mit 18, jetzt bin ich 26, also 8 Jahre lang. Und das jedes Jahr standardgemäß, oder? Ja, ich mag die Wiesn einfach, weil das, also erstmal gehe ich gerne feiern. Ich hab einfach gerne Spaß am Leben und ich finde, das hat auch was Traditionelles, Deutsches, und als Deutsche sollte man schon auf die Wiesn gehen, oder? Ja, ich meine, wir auch. Tragen Tracht und absolut. Das ist auch Kultur, die Wiesn, und deutsche Kultur, und das sollte man auf jeden Fall unterstützen. Dann liebe ich das deutsche Essen. Vor allem das Bayerische auch noch, jetzt recht. Bayerische lecker. Oh. Was isst du da am liebsten? Ich esse jetzt am liebsten diese Schwamme mit so mit Knödeln. Oh, ach guck mal an, das ist aber wirklich lecker. Ja. Und Mass dann? Wie viel trinkst du, wie viel Mass? Und ich habe gestern eine getrunken und die sitzt noch, also die ist, also Mass ist, ich trinke lieber Champagner. Oh, ach, ja. Guck mal an. Ja, aber auch nicht so, das Problem ist mit dem Dirndl, weil das ist natürlich immer hier in der Taille so gebunden, das ist immer schwierig, ne, mit dem zu machen. Und wenn du jetzt also mal rechnen müsstest. Push, ne? Ja, guck mal, das ist Verona, wir können schön. Mal hinfinden. Guck mal, was für ein schönes Dirndl sie anhat, gell? Schönes Dirndl. Wow. Boah, sehr schön. Voll schön. Sie war ja am ersten Wiesnwochenende auch schon da. Ja, Wahnsinn. Super sieht sie aus, ne? Also ich meine, mal absolut. Da können wir sie ja später mal fragen, wo sie die her hat. Richtig schöne Tasche hat sie. Ja. Sag mal, jetzt mal so unter uns, wenn die Männer dich hier anflirten, was ist denn so das absolute No-Go, was bei Flirten so bei dir jetzt schon ankam? Also ehrlich gesagt bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Also wenn jemand direkt grapscht, finde ich ganz furchtbar. Also wenn du dann direkt irgendwie angegrapscht wirst von irgendwie einem Wildfremden, der sich dann seine Grapschfinger an dich macht, also finde ich ganz furchtbar. Und allgemein werde ich nicht so gerne von betrunkenen Leuten angesprochen. Das macht mir keinen Spaß. Ich habe eh so ein bisschen, bin eh ein bisschen distanzierter Mensch, bin gerne für mich. Also ja, das ist dann, ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig. Also du bist einfach nur hier zum Spaß haben und flirten muss jetzt nicht unbedingt auf der Wiesn sein. Doch, klar flirte ich hier, auf jeden Fall. Ich gleich mal rein, guck mal. Sag mal, hast du eigentlich die aktuelle Promi Big Brother Staffel verfolgt? Nicht so ganz. Vermisst du es ein bisschen von damals? Ach, ich war ja drin, ja stimmt. Und so damals, so vor 2 Jahren? Damals, vor 2 Jahren, da war ich... Nö, ich vermisse es nicht. Ich war nur 2 Tage, glaube ich, drin. Ich hätte es auch nicht länger ausgehalten. Also es ist total für die Psyche total anstrengend. Einmal Container und nie wieder. Es ist so ein super helles Licht. Nee, also nie wieder. Nee. Zweimal nur gemacht. Was ist denn ein absoluter Wiesn-Hit? Ich habe gestern was von Helene Fischer gehört. Atemlos? Gut, atemlos, ja. Okay, aber der ist echt ein bisschen alt. Und dann, was ich gerne mag, ist, wenn die Band hier in dem Set diese Klassiker spielt. Also so wie Frank Sinatra oder so. Also so, auf sowas feiere ich total gerne. Das macht mir richtig Spaß. Das fand ich gestern, da bin ich richtig in Stimmung gekommen. Was ist denn so dein absoluter Wiesentipp für alle, die jetzt nach München aufs Oktoberfest wollen? Was kannst du da empfehlen? Der absolute Wiesentipp ist, wenn ihr wirklich auf die Wiesn geht, zieht bitte keine hohen Schuhe an. Ich habe meine Füße haben geblutet, ja. Flache Schuhe, die auch ein bisschen was aushalten, ein bisschen robuster. Wenn ich jetzt hier abends natürlich schick essen gehe, ins Käfer muss ich schon hohe Schuhe anziehen mit so einem Dirndl. Aber normal würde ich sagen flache Schuhe auf jeden Fall. Flache, bequeme Schuhe, wenn man die ganzen Sachen auch fahren will und so. Und was ist das absolute Antikatermittel für nach der Wiesn am nächsten Tag? Das absolut, ganz, ganz viel Wasser trinken ist super gegen den Kater und fettiges Essen. Also jetzt überleg dir mal bitte ganz viel Alkohol, ganz viel fertiges Essen, 3 Wochen, also ich mach's nur ein Wochenende. Ich würde sagen, also das kann man ja echt nicht lange durch. So auf, ja, kein Wunder, warum mein Dirndl geplatzt ist. Ach Quatsch. Georgina, dann wünsche ich dir noch viel Spaß auf der Wiesn. Schön, dass wir uns heute wieder gesehen haben, alle Jahre wieder. Ja, und möchtest du noch was an die Zuschauer ausrichten? Ja, viel Spaß auf den Wiesn, würde ich sagen, liebe Zuschauer, ja. Perfekt. Eine tolle Wiesnzeit. Ciao.